Großkampftag in der Grotenburg. Uerdingen gegen Duisburg, ein Kracher im Niederrhein-Pokal. Zuletzt gab es dieses Duell als Pflichtspiel vor 21 Jahren zu Bundesliga-Zeiten. Volles Haus, klasse Stimmung. Der Spitzenreiter der dritten Liga zu Gast beim Spitzenreiter der Oberliga. Der MSV in Weiß, erste Gelegenheit für Erath. Da ist die erste Spielhälfte schon halb rum. Dann Freistoß Özbek, Torwart Schumacher zu Albutat, geblockt. Nochmal und dann wirft sich Leon Binder dazwischen. Eine bezeichnende Szene, ein intensives Kampfspiel, aber was auch sonst. Gute Torchancen, ziemlich selten. Der KFC hier mit Rankel zu Schmidt, da war mehr drin. Das Ganze vor knapp 7.400 Zuschauern. Dann wieder Pascal Schmidt zu Talarski. Links kommt Achenbach, doch Pascal Talarski versucht selbst. Zur Pause 0:0. Der KFC, er glaubt an seine Chance und zwar nicht nur der Grottifant. Zweite Halbzeit. Der KFC mit Elgut zu Talarski. Die Uerdinger mit guter Spielanlage. Dann Rankel. Danny Rankel. Da war sie. Die große Chance zur Führung. Da fehlte nicht viel. Und hier die Reaktion beim Trainerteam des KFC. Eine Stunde nun gespielt. Die Partie völlig offen. Der KFC wieder mit Rankel, gefoult von Özbek. Der wird zu Recht verwarnt und kurz darauf von MSV-Trainer Grujew ausgewechselt. Für ihn kommt Schnellhardt hier mit einer Ecke. Kopfball Hairi. Fast das 1:0 für die Duisburger. Die Schlussphase. Der Ball bei Rankel, der wird gefoult von Hairi. Dann noch ein Foul von Hairi an Öztürk. Gelb für den Duisburger. Freistoß KFC. Am Ball Talarski. Brandstätter kommt aus der Mauer. Pascal Talarski spielt den Ball zweimal. Eine kuriose Situation. Die Chance vertan. Es naht die Verlängerung, doch dann der MSV mit Schnellhardt zu Klotz und dann Simon Brandstätter mit dem 1:0 für die Duisburger. Die Unparteiischen entscheiden sofort auf Treffer und vermutlich haben sie recht. Hier nochmal das Standbild. Die Duisburger liegen vorn, ihre Fans begeistert, doch noch ist der KFC nicht geschlagen. Nochmal Leon Binder und nochmal Danny Rankel. Setzt sich durch gegen Klotz, aber mehr auch nicht. Der Favorit MSV ist mit Mühe und etwas Glück im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals. Doch die Uerdinger haben sich prima präsentiert und beste Eigenwerbung betrieben. Sie sind raus mit Applaus.